Wir haben uns die Auswahl der aktuell verfügbaren Gaming-Laptops auf dem Markt angeschaut und fassen hier die unserer Meinung nach besten Gaming-Laptops in einem Video zusammen. Dabei stellen wir euch sowohl günstige Gaming-Laptops vor, als auch absolute High-End-Geräte. Um weitere Informationen zu den Laptops und die aktuellen Preise zu erhalten, folgt einfach dem Link in der Beschreibung unter dem Video. Fangen wir an mit einem günstigen Gaming-Laptop von Lenovo, dem Lenovo IdeaPad 330. Unsere Empfehlung: als bester Gaming-Laptop unter 600 Euro. Hier erhaltet ihr ein 15,6 Zoll Full HD TN-Panel. Als Prozessor ist ein Intel Core i5-8250U verbaut. Zudem verfügt der Laptop über 8 GB Arbeitsspeicher und eine 256 GB SSD-Festplatte. Als Grafikkarte ist eine Intel UHD Graphics 620 vorhanden. Das Betriebssystem ist Windows 10 Home. Der Akku gewährt eine Laufzeit von bis zu 6 Stunden. Positiv fällt vor allem das schlanke Design dieses Gaming-Laptops auf. Allerdings muss man auch ganz klar sagen, dass die Leistung, insbesondere durch die mittelmäßige Grafikkarte, begrenzt ist. Wenn ihr allerdings nur ein kleines Budget habt, kann man mit dem Lenovo IdeaPad 330 durchaus viele Spiele zum Laufen bringen. Als besten Gaming-Laptop unter 1000 Euro können wir euch den HP Pavilion Gaming 15 empfehlen. Hier erhaltet ihr ebenfalls ein 15,6 Zoll Full HD Display. Der Prozessor ist hier jedoch ein deutlich stärkerer AMD Ryzen 7. Zudem erhaltet ihr 16 GB DDR RAM und eine 512 GB SSD Festplatte. Bei der Grafikkarte handelt es sich um die Nvidia GeForce GTX 1650 mit 4 GB. Weiterhin erhaltet ihr ein duales Lüftersystem, um auch bei anspruchsvollen Spielen den Laptop nicht zu überhitzen. Optisch ist hier vor allem das futuristische Grün auf der Rückseite und als Tastaturbeleuchtung auffällig. Insgesamt erhaltet ihr einen Laptop mit starker Leistung für unter 1000 Euro. Als Negativpunkt ist der relativ laute Betrieb und der Vollauslastung zu erwähnen. Als Alternative können wir euch das Acer Nitro 5 Gaming Notebook empfehlen. Hier bekommt ihr für ca. 1200 Euro ebenfalls ein 15,6 Zoll Full HD Bildschirm, diesmal aber mit IPS Panel für hohe Farbqualität aus allen Blickwinkeln. Der Prozessor ist hier ein Intel Core i5-8300H. Zudem verfügt der Laptop über 8 GB Arbeitsspeicher und eine 512 GB SSD Festplatte. Für die Grafik ist eine Nvidia GeForce GTX 1060 verbaut. Optisch fällt der kantige Look und die rote Tastaturbeleuchtung auf. Positiv fällt zudem die große Anzahl der Anschlüsse und Schnittstellen auf. Zusammenfassend bekommt ihr hier einen Gaming-Laptop mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis, der für ein reibungsloses Spielerlebnis sorgt. Unsere Empfehlung als bester Gaming-Laptop bis 1500 Euro ist der HP Pavilion Gaming mit i7-Prozessor. Der starke Intel Core i7-9750H sorgt zusammen mit den 16 GB DDR4 Arbeitsspeicher für ordentlich Power. Begleitet wird das Ganze von einer sehr starken Grafikkarte mit der Nvidia GeForce FTX 1660. Zudem habt ihr ordentlich Speicherplatz durch eine 256 GB SSD und 1 TB HDD Festplatte. Durch die starke Prozessor- und Grafikleistung stellen auch anspruchsvolle Spiele kein Problem dar. Das duale Lüftersystem sorgt währenddessen dafür, dass der Laptop nicht heiß läuft. Unsere Empfehlung als bester Gaming-Laptop ist der Omen 15. Für diejenigen von euch, die Hardcore-Gamer sind und die maximale Leistung erhalten wollen. Für nicht ganz 2000 Euro erhaltet ihr ein absolutes Powerhouse von Gaming-Laptop. Der Omen wird ebenfalls durch den Intel Core i7-9750H mit Prozessorkraft versorgt. Zudem erhaltet ihr 16 GB DDR4 Arbeitsspeicher.
Als Grafikkarte ist hier jedoch die stärkere Nvidia GeForce RTX 2070 mit 8 GB verbaut. Durch die leistungsstarke Grafik und Rechenleistung in einem eleganten Design ist der Omen 15 unsere Top-Empfehlung als High-End-Gaming-Laptop. Für weitere Informationen zu den einzelnen Produkten und den aktuell günstigsten Preis folgt einfach dem Link in der Beschreibung unter dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert gerne unseren Kanal.